like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Russian Fishing. Und wie das Spiel schon sagt, es ist russisch. Ja. Irgendwie wollen sie es noch patchen, aber das kommt erst gegen Weihnachten. Und es geht hier einfach nur ums Angeln. Man kann hier verschiedene Techniken anwenden, verschiedene Fische fangen. Und man braucht eigentlich für jeden Fisch so spezielle Köder. Man kann nicht jeden für jeden nehmen. Aber man kann auch auf verschiedene Köder mehrere fangen. Verschiedene. Jetzt müssen wir bloß schnell die Routen auslegen. Dann hier noch die Schnur klauen. Und oh mein Gott, ist die Musik laut. Hier die Schnur drauf machen. So, jetzt. Und zwar können wir jetzt nämlich Barsche fangen und alles und Hechte. Und da mit den zwei anderen Angeln können wir noch Karpfen und sonstige Friedfische fangen. Also wie man oben rechts schon sieht, es gibt Uhrzeiten und Gradzahlen, es geht irgendwie alles in die Reislaune rein. Also je nachdem wie warm es ist oder wie hell es ist, beißen manche Fische besser, manche Fische schlechter. Ja, das kriegt man aber irgendwann raus. Wenn euch das Spiel zu langweilig ist, dann müsst ihr mir es aber sagen, weil dann würde ich mir immer noch ein anderes Spiel suchen. Aber ich habe jetzt gedacht, dass ich das hier mache und da haben wir den ersten Fisch. Der zieht aber gut. Und da ist er. Ein Hecht. Ja, man kann die Fische hier in der Ansicht drehen, komplett. Was ziemlich cool gemacht ist. Wenn man sich hier so angucken kann. Sehen eigentlich alle ungefähr gleich aus. Bis auf die Größe, da unterscheiden sie sich halt. Warum regnet es eigentlich? Blödes Wetter. Und der nächste. Heute läuft's aber. Und da haben wir ihn. Noch ein Hecht. Schade, ich will aber auch noch einen Barsch. Aber ich bin guter Dinge. Nach den zwei Hechten, dass wir jetzt noch einen Barsch kriegen. Und da ist schon wieder was. Wir haben schon wieder einen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, da ist er. Das ist der Barsch. Viel coolere Fische. Die Stelle scheint hier gar nicht schlecht zu sein. Also das ist ein See. Es gibt ganz viele. Die ersten drei sind die hier. Also die. Das hier ist der ganz Anfangssee. Auf den hier kommt man direkt danach. Und den hier kriegt man erst ab Level 8. Und den hier kriege ich ab Level 12. Und ich bin schon Level 10, deswegen kann es sein, dass wir bald endlich an größere Fische kommen. Den anderen Fluss werde ich euch auch noch zeigen, aber da weiß ich noch nicht so, wie man da gescheit angelt und viel fängt. Bis auf Karpfen und Schleien.
weil die sind da relativ einfach zu fangen. Und da höre ich einen Fisch auf der Grundroute. Ich schmeiß mir die noch schnell aus. So, dann können wir die hier ablegen und können gucken, welche von denen ist es. Die zweite. Und Anschlag. Ja, den haben wir auch. Das unten, was man sieht, der gelbe Balken, sollte halt nicht über das rote kommen. Sonst kann die Schnur reißen oder die Angel brechen oder sonst irgendwas. Kann eigentlich alles passieren. Und da haben wir Karpfen, glaube ich. Relativ klein, gibt größere. Dann können wir hier weitermachen. Oh, die Schnur noch spannen. Jetzt. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen drauf kriegen. Okay, dieser Wurf war jetzt mal nichts. Dann schmeißen wir mal näher ein Schilf ran. Man muss halt immer verschiedene Stellen anwerfen. Um die Fische zu finden. Weil es öfter Schwärme gibt, dann kann man, wenn man mal eingefangen hat, nochmal dahin werfen. Eben wie beim Hecht vorhin. Dass man dann zwei bekommt. Kann auch mehr bekommen. Ist aber eigentlich immer ein bisschen Glück noch mit dabei. Ich kann auch mal ein Video machen zur Steuerung. Weil das hier schon ein bisschen komplex ist, wenn man es nicht alles weiß. Also wenn ihr es wissen wollt, einfach in die Comments schreiben. Dann würde ich mal ein Video machen. Und dabei ist der nächste Fisch. Hier ist gar keine mehr drauf, komisch. So, dann legen wir die ab und gucken mal nach der anderen, ob der schon hängt. Ja, die Schnur schlafft sich die ganze Zeit, der hängt. Okay, mal sehen, ob wir den Balken rauskriegen. Aus dem roten Bereich. Nee. Ja, dann könnt ihr es jetzt nicht sehen. Der ist ja noch kleiner. Ich muss definitiv neue Köder kaufen, die größeren. Kriegt man nämlich viel größere Fische drauf. Sind aber auch erst ab einem gewissen Level verfügbar. Die würde ich euch aber auch alle mal zeigen, sämtliche verschiedenen Köder, wo man kaufen kann und was man dafür braucht. Weil man kann hier auch skillen in dem Spiel und dabei ist der nächste. Aber ob er hängt. Ja, der hängt. Und da haben wir ihn. Der zieht jetzt auch nicht so stark, wird auch ein kleinerer sein. Manchmal hat man aber auch Probleme, die Fische reinzubekommen. Da drin man echt ewig. Weil es einfach zu große Fische sind. Es gibt auch Trophy-Fische. Das sind nochmal größere und seltenere. Dafür kriegt man auch extra Sachen.
schon ziemlich viel Sachen hier in dem Spiel. Was sicher was dabei ist für nichts, so wie es sich anhört. Wo sind denn die Hechte? Nein, da geht gerade gar nichts mehr. Warum beißt ihr aber hängt nicht? Ich weiß ja mal hier rüber. Man kann aber auch hängen bleiben im Spiel und alle Köder verlieren. Was ziemlich bitter ist, weil alles schon ziemlich teuer ist. Und man ziemlich viel fangen muss, um wieder so viel Geld zu kriegen, um sich was Neues zu kaufen. Man kann auch Boot fahren in dem Spiel. Das würde ich auch mal noch in einem Video machen. Dann kann man hier komplett über den See fahren. Ist schon ziemlich cool gemacht. Ja. Komm schon, beiß doch. Und da haben wir ihn. Oh, der zieht jetzt. Oh. Das könnte wieder ein Hecht sein, so wie der zieht. Oder ein größerer Barsch. Oder ein Rapfen, das gibt's auch noch. Der zieht aber mächtig hier. Oh, ich habe schon gedacht, wir haben ihn verloren. Oh, Schockmoment. Und zwar jetzt, zum Beispiel da ist der rot, ist jetzt der orangene Balken und noch weiter hinten ist er rot. Und da sollte man nicht reinkommen. Doch, es ist ein Hecht. Und da haben wir ihn. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, gebt mir einfach Rückmeldung, wie euch das Spiel gefällt. Und was ich besser machen könnte. Und was ihr sehen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.